Feuriosen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Society Live Roleplay. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und Dankeschön an all diejenigen, die auch im letzten Video nicht vergessen haben, dem ganzen Video eine Bewertung dazu lassen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit einer neuen Folge. Wie immer ist nicht gescriptet oder geplant. Wir gucken einfach, was wir so erleben und haben hoffentlich viel Spaß. Wow, das nenne ich mal eine ganz schöne Erweiterung. Hammer, das muss ich mir aus der Nähe angucken. Die haben gesagt, sie wollen die Wände verändern und erweitern, aber so, das sah interessant aus. Ah, und Herr Sora, irgendwann wollte ich den ja heute auch noch sprechen, mal gucken, aber... Ob er es überhaupt hinkriegt, von mir in diese Stadt zu bringen. Guten Tag. Hallo. Was sind Hallo, Sie was eigentlich? Zum Geier? Warum sind Sie da oben auf den Bäumen? Er pflückt Äpfel und ich habe ihm gerade eine Frage gestellt. Oh, danke, da muss ich mich schon nicht bemühen. Achso, ich habe Frau Mia mitgebracht. Sie hilft mir gerade Herr Rias hinten bei der Farm. Sie arbeitet hier in der Stadt? Hat nach Hilfe gefragt und da haben wir geholfen. Hallo. Sie meinen also, dass das... Die Farm um. Ja, ich habe das in meinem Fenster gesehen. Ich wollte mir das angucken. Das passt ja sehr gut. Dann kann ich ja direkt mal mit Frau Mia reden. So, ich habe jetzt eine ernsthafte Frage an Sie, Herr Sora. Was sind Sie eigentlich? Hallo. Hallo. Ah, das passt ja hervorragend. Frau Mia... Nicht hier. Können wir in mein Haus gehen? Ja, können wir. Hallo, Herr Nudel. Herr Nudel? Sie haben da ja was ganz Interessantes an. Haben wir noch nie gesehen. Nicht? Die habe ich schon seit einigen Wochen. Echt? Oh. Sieht schön aus. Sieht schick aus, ja. Wollen Sie ohne Geleitschutz, mit Geleitschutz? Nein, es wäre besser, wenn wir... Nein, es wäre besser, wenn wir das unter vier Augen klären. Gehen Sie in den Keller. Ich habe nicht vor, Ihnen was anzutun, keine Sorge. So, einen richtig geilen Besprechungsraum habe ich nicht mehr, aber das hier ist tief genug, hier hört uns kein Mensch mehr. Sagen Sie, ja, davon gehe ich aus. Ich habe ein bisschen ein Problem mit Ihren Leuten in meiner Stadt. Also, Sie wissen, ich unterstütze Sie gerne und ich bin auch bereit, Ihre Leute weitestgehend zu decken, aber ich kann damit nicht arbeiten, wenn vor meiner Haustür, vor meinen Augen... Leute getötet werden. Ich weiß, dass Herr Sora den Herrn CO2-Gamer vorgestern vor meiner Haustür getötet hat. Und ich habe ihn auch noch in Schutz nehmen müssen, dass er das auf gar keinen Fall gewesen sein könnte oder so. Wissen Sie, was ich meine? Also, meine Stadt sollte eigentlich schon eine sichere Zone sein für alle die Leute, die Sicherheit wollen. Und ich habe dann mit Herrn Sora schon geredet, er soll... Bitte, wenn außerhalb der Stadt solche Morde begehen. Aber ich weiß nicht, ob diese Botschaft wirklich bei ihm angekommen ist. Haben Sie denn irgendwelche Augenzeugen? Mich reicht das nicht. Außerdem hat er es indirekt zugegeben. Na, dann muss ich, glaube ich, nochmal mit ihm reden. Ich möchte halt einfach das heißt, nicht, dass Leute in meiner Stadt keine Angst Morde haben. Hier in der Stadt, aber geben solche selber welche im Auftrag? Richtig, aber doch nicht in der Stadt. Die Leute müssen doch immer noch denken, dass hier ein sicherer Ort ist und hier alles gut ist. Wissen Sie, was ich meine? Ich meine, der... Dass alles gut ist, aber dann haben Sie selbst einen Stadtrat, der morgen durch die Gegend läuft? Wie meinen Sie das? Oh, Ihnen ist sicher schon mal zu Ohren gekommen, dass... manche ein kleines Problem mit der Frau Sagiri haben? Ja, so halb.
Also ich habe gehört, sie mordet, wenn Leute, unautorisiert. Hier ist irgendwer. Haben Sie das gehört? Ja. Wenn unautorisierte Rezepte weggegeben werden, warten Sie. Nee, da oben ist keiner. Wenn... keine Ahnung. Haben Sie hier noch Geheimgänge? Von denen vielleicht mehrere Leute wissen? Tja, kommen Sie hier runter. Was genau haben Sie mitgekriegt, was Frau Sagiri macht? Naja, ich habe schon von mehreren Leuten gehört, dass Frau Sagiri sie umgebracht hat. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie das macht, wenn irgendwer einfach Rezepte, nee, nicht Kochrezepte ihr nicht gibt oder weitergibt oder ich weiß, habe es nicht so ganz verstanden. Irgendwas, wenn es auf jeden Fall nicht so läuft, wie sie das möchte. Aber ich gebe Ihnen recht. Sie ist... Heißt, dann darf sie Leute umbringen? Nein, in meiner Stadt darf gar niemand irgendwen für irgendeinen Grund umbringen. Ich habe nur nicht gewusst, dass es so schlimm ist, dass selbst Sie von außerhalb davon Wind mitgekriegt haben. Ich dachte, es wäre ein oder zwei Morde. Ich habe da, glaube ich, von ein paar mehr gehört. Wie viele? Ich denke, das sollten Sie besser selber rausfinden. Vielleicht sollten Sie mal mit Rosa Sagiri reden. Oh Mann. Ja, ich denke, ja. Sind Sie sich sicher, dass das Herr Sora war? Ja, der eine Mord war und ging auf Herrn Sora sein Konto, bin ich mir sehr sicher. Na gut, ich werde auf jeden Fall nochmal mit ihm reden, aber wenn Sie uns schon aus der Stadt verscheuchen in der Richtung, sollten Sie vielleicht auch mal in Ihre eigene Stadt. Ich will Sie nicht aus der Stadt verscheuchen, immer noch. Sie sind gern gesehene Gäste. Herr Sora, Herr Onishan und Sie sowieso immer, Herr Zeleicht auch. Alle ihre Leute aus der Stadt sind immer gerne hier willkommen. Aber nicht, um Leute zu töten. Vor allen Dingen, das mit Frau Sagiri wusste ich nicht, dass das so schlimm ist. Da werde ich mich drum kümmern, auf jeden Fall. Das wird nicht wieder vorkommen. Und wenn doch, dann werde ich sie vielleicht aus dem Stadtrat werfen müssen. Aber das ist meine interne Angelegenheit. Aber das geht auch nicht. Also wenn Sie Frau Sagiri dabei erwischen sollten, ja, Sie sind ja eh nicht in der Stadt. Ich werde mich drum kümmern. Auf jeden Fall bitte ich Sie, Ihre Leute nicht aus der Stadt zurückzuziehen, sondern wenn Sie die Leute töten, dann bitte außerhalb der Stadt mauern. Das wäre nett. Allerdings ist das bei anderen Städten nicht ganz so einfach. Die treffen halt meistens hier in der Hauptstadt zusammen. Ja, aber man muss die Leute halt auf dem Weg abfangen oder wenn sie die Stadt wieder verlassen. Ich dachte, Ihre Leute sind Profis in sowas. Natürlich. Mal sehen. Haben Sie irgendeinen anderen Augenzeugen außer Sie? Ich brauche... Nein, es hat keiner mitgekriegt. Keiner weiß, dass Herr Sora das war. Und ich weiß es auch nur, weil er es mir... Weil er es halt nicht stark genug abgestritten hat. Sie wissen, was ich meine. Wenn jemand einfach hingeht, so... Ja, ist doch nicht so schlimm und hier und da und dann tut's mir leid, das ist einfach, ne, gegenüber allen anderen hat er es natürlich abgestritten, aber mir gegenüber, ich bin mir sehr sicher, dass Herr Sora das war, sonst hätte er anders reagiert und glauben Sie mir, ich habe gute Menschenkenntnisse. Na gut, ich werde nochmal mit ihm reden und ich werde mit den anderen beiden auch gerade noch reden. Dankeschön, ich will halt einfach nur, dass man wenigstens das Gefühl hat, dass in dieser Stadt alles weitestgehend in Ordnung ist. Weil ich weiß nicht, ob ich sonst meinen Posten als Stadt erhalten kann, wenn die Leute Angst davor haben, in dieser Stadt umherzulaufen. Dann kommt erst recht keiner mehr und alle wandern aus. Dann brauche ich auch keine Stadt mehr. Ja, naja gut. Wie gesagt, ich rede mit den beiden, oder mit den drei eher gesagt. Ja, vielen Dank. Und,
Ich schaue mal, dass die sich, wenn sie es wirklich hier in der Hauptstadt machen müssen, wenigstens unauffälliger verhalten. Ja, irgendwo, wo nicht 10 Leute drumherum stehen. Und wahrscheinlich, was ihnen am liebsten ist, nicht bei ihrem Haus. Ja, ich will sowas nicht mitkriegen müssen. Vor allen Dingen, ich weiß, dass mein Haus besonders ein besonders guter Schützenort ist. Man kann auch sehr gut fliehen. Aber es war dieser Pfeil, man hat halt sehen können, dass es von meinem Hausdach kam. Ich bin sofort hoch, habe Herrn Sora nicht erwischt, aber im Nachhinein bin ich dann mit ihm hoch, also er stand dann vor meinem Haus. Das alleine war schon auffällig, dann bin ich mit ihm hoch und habe da mit ihm drüber geredet und wie gesagt, das, ich habe ihm das schon selber gesagt, aber ich glaube, er glaubt mir einfach nicht oder nimmt mich nicht wahr oder nicht ernst, wenn ich ihm sage, ich möchte sowas nicht in meiner Hauptstadt. Ja. Das kann ganz gut sein, dass er das nicht ganz so ernst nimmt. Okay. Gut, Sie wissen Bescheid. Dann können wir wieder gehen. Ich rede mit ihm. Und ich nehme die anderen beiden auch gerade noch mit ins Gebet. Vielen Dank. So. Aber einen schönen Keller haben Sie hier. Ja, finde ich auch. Ich finde ihn wundervoll. Hat man mir gebaut. Ich glaube, Herr alter Mann. Mann, oder? Genau. Und ich glaube, er hat Hilfe von jemandem aus ihrer Stadt. Ja, ich glaube, ich weiß wer. Hätte vielleicht. Ah. Ja, das erklärt einiges. Wenn das Schild hier ohne ist, darf man mich nicht stören, Freisack Jerry. Oh, wer schreit denn da draußen schon wieder so? Wer war denn das? Cooler Mensch. Wer ist cooler Mensch? Der ist ein cooler Mensch. Wir haben jetzt rote Streifen. Oh, Meister. Oh Mann. Was denn? Sie schreien so sehr. Ich? Ja. Sie. Das tut mir leid. Das ist normal für Sie. Herr Nudel, wollen Sie zu mir? Ja, unter anderem mit der Frau Sakiri. Wir bräuchten... Ich schau mal, wo sich meine Leute verstecken. Na, eine Staatsratssitzung. Ganz dringend. Ich schmatze Sie an, Frau Sakiri. Ganz, ganz dringend heißt jetzt? Ja. Ja, ja, eigentlich schon. Ist denn Herr Gatti oder Herr... toll. Shanks ist nicht da. Shanks, genau. Herr Shanks, nee, der ist auf Reisen, das weiß ich. Aber Herr Gatti, ist der noch da? Ich glaub nicht, ich hab ihn heute nicht gesehen. Aber mal gucken. Ja, den hab ich schon ein paar Mal gesehen. Okay, dann können wir suchen gehen. Nun gut, dann... treffen wir uns oben in der Wolkenstadt, würde ich sagen, mit allen. Ja. Haben Sie ihn einmal hier ist der Herr Gatti. Hat er das schon gesehen, sagt Giri? Sagen Sie ihm, wir haben Stadtratssitzung in der Wolkenstadt, er soll sich auf den Weg machen. Okay. Oh, das geht dann auf den Deckel. Warten Sie kurz, bitte, danke. Hallo. Was zur Hölle? Ja? Wo ist das Essen alles hin? Wo ist das Essen alles hin? Ich hab gegraben. Was? Frau Sagiri? Was ist mit Ihrem Bauernhof passiert? Wir wollten umräumen. Ist es so schrecklich? Was zur Hölle? Also, wir hatten von sehr viel Hilfe und dann hatten wir Langeweile. Oh, Sie können sich auch dann gleich die Mauer angucken. Kommt der Herr Gatti? Ich hab da jetzt gerade keine Zeit für.
Ich habe nicht genug Essen mit, glaube ich. Ich habe was. Okay. Und der Nudeln? Die werden den Weg doch wohl selber finden, oder? Wird umgebaut. Schick. Düp, düp, düp. Da vorne ist Herr Gati. Herr Enes. Warum kommt Herr Enes mit? Darf ich das wissen? Herr Enes? Ach so. Sie werden schon vorgelaufen. Nein, nein, alles gut. Sie können dann umdrehen. Okay. Die Stadtratssitzung ist privat. Ich muss dann mit Ihnen dann noch was reden danach. Ja, ich weiß noch nicht, ob wir die Zeit heute noch finden, aber schauen wir. Ich habe Sie nur eingeholt. Wir wurden abgelenkt, Entschuldigung. Aber jetzt haben wir Herrn Nudel verloren. Aber der kennt den Weg, oder? Ja. Der ist ja, der kennt sich ja außen aus. Dann schnell hoch, bevor es Nacht wird. Ja. Hey, was macht der denn? Egal. Ja. Oh, mal diese lange Strecke, ey. Ich weiß nicht, ob sie jetzt gefährlich werden kann. Warum? Ich kann nicht mehr rennen. Haben Sie noch zu essen? Deswegen, ja. Vielen Dank. Ich wusste, dass man als Stadtrat so viel rennen muss, dann... Hätten sich bessere Schuhe gekauft, ne? Ja. Und schwimmen müssen sie auch noch. Ja, das ist für so jemanden in meinem Alter schon ganz schön anstrengend. Ich sehe Herrn Nudel nur leider nicht. Ich da fühle sehr, sehr viele Gestalten der Nacht. Ja, die Kreaturen der Nacht sind wie immer unterwegs. Ich bin ja schon froh, dass wir in unseren Stadtmauern weitestgehend verhindern können, dass diese Kreaturen auftauchen. Oh. Frau Sagrisi, wir brauchen was, was schneller geht. Ja. Muss man auch schauen. Sonst müssen wir doch überlegen, den Sitzungssaal woanders hinzusetzen. Ja, sehr sinnvoll. Ich würde Sie auch gleich nochmal bitten, erstmal auf Abstand zu bleiben. Ich möchte schauen, ob niemand wirklich da ist. In Ordnung. Ich denke, Herr Nudel wird eh noch einen Moment brauchen. Hoffentlich. Ach, diese Wolken, an die kann ich mich nicht gewöhnen. Meins ist es auch nicht, aber das Gute daran ist, man ist so weit über der Welt, dass man gar nicht so leicht gehört werden kann. Das stimmt, aber die Vorstellung müsste... Stellen Sie sich vor, Sie würden hier runterfallen. Ja, naja, danke schön. Cool. Mir reicht schon das Stehen hier am Rand. Das ist mir schon unheimlich genug. Was? Wo ist der Nudel? Kommt er? Ja. Weiter da hinten. Jetzt beim Kaktus. Beim Licht. Ah, da. Wo immer er abgebogen ist. Der hat sich ganz schön verlaufen. Und wie läuft der Verkauf hier oben? Haben Sie mittlerweile mehr Grundstücke verkauft? Eins. Ja, ist doch gut. Oh. Diese Wolkensteine, wie stellen Sie die überhaupt her? Ja. Das habe ich noch nicht gesagt. Leute haben es schon herausgefunden, aber naja. Darauf möchte ich auch irgendwann mal sowas draufsetzen, damit niemand eine andere Wolkenstadt macht.
Okay. Sie sind irgendwie sehr deprimiert heute. Ja. Au, au, au. Ich habe kein heiliges Wasser dabei. Warum haben Sie solches Wasser da? Für Notfälle. Wie für Notfälle? Ach, Sie tauschen das dann aus, oder was? Ja. Ach, dann haben Sie... Ach, dann sieht das aus, als wenn es normal ist, wenn die Leute wollen hochschwimmen und... Ah, Herr Nudel. Ja, verzeihen Sie. Adja, haben Sie sich verlaufen? Nein, mir wurde kurz etwas schwindelig. Ja, okay. Nun, dann setzen wir uns. Gut, dass das jetzt geklappt hat. Gut, Sie wissen alle, dass Herr Shanks nicht da ist. Also, warten Sie mal. Ich möchte gerne Ihre Gesichter sehen. So. Worum geht es denn? Es geht um die dunkle Bruderschaft. Ja, und weiter? Es wurde mehrmals zugetragen, dass die dunkle Bruderschaft so langsam kommt und Stress macht. Es wurde mir von einer sicheren Quelle bestätigt und ich habe mich zu dem Zeitpunkt erstmal auf die Lauer gemacht und ein bisschen geschaut, was sie getan haben. Es war aber nichts Besonderes und kurz danach, als ich mit Entorin, also der Flüchtige, oder wie man es nennen möchte, reden wollte, wurde ich von der Oni-chan angegriffen. Und Sie sind sicher, dass das Herr Oni-chan war? Ja, denn heute auf dem Feld, als wir umgebaut haben und ich auf dem Baum stand, hat er es schon wieder getan. Mitten auf dem Feld. Wo ihn jeder sehen konnte. Und Sie sind sicher, weil eigentlich kenne ich die dunkle Bruderschaft eher, dass sie im Verborgenen arbeitet und nicht öffentlich Theater macht. Was war das dann aber mit dem Auftrag von der CO2? Also, was war das dann? Wie, was meinen Sie? Er ist mitten vor Ihrem Haus gestorben. Ja, und das war die dunkle Bruderschaft? Wir gehen davon sehr stark aus. Aber es gibt keine Beweise. Wir haben keine Beweise, dass die das waren. Also ich kann auch genauso gut Sie dafür verantwortlich machen. Ich muss nämlich auch leider sagen, dass ich erfahren habe, Frau Sagiri, dass Sie in der Stadt frei mördernd herumrennen. Auch wenn ich nicht verstehen kann, warum Sie das tun. Ich habe mitbekommen, dass Sie für diverse Tode verantwortlich sind. Auch aus einer sehr sicheren Quelle. Vielleicht können Sie das den anderen Mitgliedern des Stadtrates mal erklären, was das soll. Wir sind der Stadtrat, wir stehen über den Leuten und sind dafür da, die Leute zu beschützen. Und Sie töten wegen Weitergabe von Rezepten oder weil die Leute Ihnen die Rezepten nicht geben wollen? Haben Sie einen Schuss? Ich denke, wenn ich Ihnen das jetzt erklären würde, würden Sie nicht verstehen, aber ich bin weit weg. Da können Sie sich sicher sein. Das ist nicht das, was... Warum haben Sie sich dann für den Stadtrat gemeldet, wenn Sie... Ich verstehe das nicht. Um aufzuklären. Und jetzt wollen Sie abhauen. Also abhauen kann ich das nicht wirklich nennen, denn wenn ich hier bleibe, würde es... Es ist schwer zu klären. Ja, aber wenn Sie nicht anfangen, es irgendwie zu erklären, werde ich es auch niemals verstehen. Ja. Wenn ich weiter hier bleibe, verliere ich die Informationen aus meinem vorherigen Leben. Das möchte ich nicht. Sie verlieren Informationen aus Ihrem vorherigen... Okay. Ja. Das heißt, wir werden uns auf kurz oder lang jemand Neues für den Stadtrat noch suchen müssen? Und für den Bauernhof. Sie verlassen die Stadt oder verlassen Sie das gesamte Land? Ich werde wahrscheinlich für längere Zeit das komplette Land verlassen. Ich weiß nicht, ob ich wiederkommen kann. Das ist aber schade.
Nun, das ist trotzdem kein Grund, Leute in der Stadt umzubringen. Das wissen jetzt nur wir, aber wenn ich diese Information zugetragen bekomme, dann können Sie sich sicher sein, dass das auch andere mitbekommen haben. Meinen Sie genauso wie die Information von einem Tunnel von unter Ihrem Haus bis zu der Dunklen Bruderschaft? Was? Ja, es gibt einen Tunnel, eine Art Kanalisation von Ihrem Haus zur Dunklen Bruderschaft. Im Ernst? Ja. Wo? Damit eine Abzweigung in... Da müsste ich mich immer mit meinen Leuten treffen und ein Treffen arrangieren, wo sie... Den Gang würde ich ja wirklich gerne sehen. Es soll auch eine Abzweigung geben, aber wir wissen nicht, zu welcher Stadt es führt. Das lässt sich herausfinden. Aber das ist eine sehr... Also... Ich habe heute schon mit der Dunklen Bruderschaft gesprochen, das passt ja, und habe gesagt, sie sollen bitte nicht mehr in unserer Stadt irgendwen angreifen oder töten. Also wird das wohl in Zukunft aufhören. Aber genauso erwarte ich das von Ihnen, Frau Sagiri. Ich möchte nicht, dass die Leute Angst haben müssen, in unsere Stadt zu kommen. Es ist doch kein Wunder, wenn die Leute auswandern, wenn sie davor Angst haben, getötet zu werden. Können Sie das nachvollziehen? Ich habe auch heute schon Beschwerden gehört von der Stadtwache, dass... Osagiri sehr oft Leute schlägt und so. Osagiri? Reißen Sie sich zusammen. Sie gehören noch zum Stadtrat. Es tut mir leid. In Ordnung. Wir belassen es mal bei der Verwarnung. Also wie gesagt... Mit der Dunklen Bruderschaft habe ich geredet, das habe ich geklärt. Und was jetzt mit dem Tunnel ist, das wüsste ich schon noch gerne. Können Sie mir diese Informationen für morgen besorgen? Ich versuche. Das wäre sehr nett. Gut, wie gesagt, wenn die Dunkle Bruderschaft weiter Theater macht, können Sie sich gerne nochmal an mich melden, sich bei mir melden. Dann werde ich darum sprechen. Und nennen Sie diese Dunkle Bruderschaft nicht öffentlich Dunkle Bruderschaft. Das ist eigentlich ein Geheimname. Niemand weiß den eigentlich. Ich weiß gar nicht, woher Sie das wissen. Von meinen Informationen. Sie waren in der Stadt. Ja, okay. Trotzdem, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen ungesund ist, das Wort laut auszusprechen. Ich hab's, glaube ich, noch nicht laut ausgesprochen. Gut, gut. Was hier besprochen wird, vielleicht muss auch unter uns bleiben. Sie die Bäcker nennen oder so. Die was? Bäcker oder die Putzmänner. Kosename. Die Putzmänner. Ja, das passt ganz gut. Katze nennt die auch so. Die Putztruppe. Wir nennen sie die Putztruppe. Okay. Dann sind wir uns da ja einig. Wissen Sie denn eigentlich schon, wann dann die nächste offizielle Ratssitzung stattfinden würde? Weil, naja, die war ja ziemlich kurzfristig geplant. Nee, ich habe mir da ehrlich gesagt noch keine exakten Gedanken zu gemacht. Ich werde Sie aber frühzeitig informieren. Bei mir haben sich auch schon mehrere Leute gemeldet für den Richterposten. Ja, genau, das wollten wir dann auch besprechen. Ich tippe mal auf Sonntag für die Sitzung, aber ich weiß die Uhrzeit leider noch nicht. Ja. Ich werde sie Ihnen auf jeden Fall mitteilen. Gut, so. Das heißt, das war's. Wir behalten die Dunkle Bruderschaft im Auge. Frau Sagiri, Sie haben eine. Sie passen auf, wen Sie in der Stadt. Was Sie in der Stadt tun und ich hoffe, wir kriegen es irgendwann mal hin, dass diese Stadt ein friedlicher und sicherer Ort ist. Ja, das wäre sehr schön. Gut, na dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ebenso. Schönen Abend. Vielleicht lässt mir jemand das Wasser runter.
Vielen Dank. Oh, shit. Das war... Da habe ich nicht lange genug gewartet. Das war tief. Puh. 9 Leiter für den Bauernhof. Ich meine, neues für den Stadtrat. Oh, ich weiß gar nicht, wer da in Frage kommt für. Oh, nee. Das gefällt mir nicht. Was ist denn mit Frau Sagiri? Das verstehe ich halt wirklich nicht. Ihre alte Erinnerung? Was soll denn das heißen? Ich verstehe das echt nicht. Keine Ahnung. Das wird sie mir ja wohl irgendwann mal bei Zeiten erklären. Hoffen wir es mal. Das heißt, es nur irgendwie einigermaßen unbemerkt ins Haus kommen. Mit Herrn Enes will ich jetzt nicht mehr reden. Der fehlte mir noch. Hallo, Herr Balui. Hallo. Wie kommt man denn? Ach, da kommt man hoch. Und diese schreiende Katze. Ist das die Schwester von der anderen Katze? Oder der Bruder von einer Katze? Hier sind nur Katzen in dieser Welt. Nur Katzen. Überall. Und Dämonen. Katzen und Dämonen. Wir sollten uns Cat Demon City nennen. Cat. Wir sind die Cat. Die Cat City. Naja, und ein paar Menschen hat es halt auch noch. Was ist das hier? Warum stehen die Sicherheitstruhen einfach so? Oh, ist hier ein neuer Eingang? Rib, Weg und Türen, sie haben einen guten Job getan. Was zur Hölle? Wieso ist das hier offen? Das ist nicht richtig. Das ist auf gar keinen Fall richtig. Wir tun hier mal Bretter rein, so. Kommt jetzt keiner so einfach durch. Meine Herren! Wieso ist das offen? So. Wollen wir mal schnell rein. Okay. Das Drama in dieser Stadt. Mal wird's besser, mal wird's schlechter. Ich weiß auch nicht. Ich will doch nur ein schönes Zusammenleben haben. Und der Bauernhof hat halt komplett alles verloren. Verstehe ich gar nicht. Verstehe ich nicht, was hier los ist. Diese Stadt braucht anscheinend eine starke Hand, die sie führt. Oh, die Mauer ist fertig. Sehr schön. Sieht sehr gut aus, da hinten auch. Oh, sieht das toll aus. Ja, das gucke ich mir morgen an. Morgen habe ich die Zeit dafür. Jetzt heißt es erstmal Schlaf gehen. Oh. Gute Nacht.